Nachgefragt. Dein täglicher Videopodcast zu Corona. Das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes bedeutet in erster Linie Freiheit, Solidarität und Überleben. Laura Gehlhau, ich bin Autorin und Beraterin in Berlin. Ich berate Unternehmen zu Inklusion und Barrierefreiheit. Ich bin Risikopatientin, weil ich mit einer Behinderung lebe. Ich habe eine Muskelerkrankung und zähle somit automatisch zu dieser Kategorie Risikogruppe. Ich muss ein bisschen weiter vorne anfangen, vielleicht so 2-3 Schritte zurückgehen. Ich habe von dem Wort Risikogruppe, wie die meisten Menschen, wirklich erst im Corona-Zusammenhang gehört und beziehungsweise eine Idee davon bekommen, was das eigentlich bedeuten kann im Rahmen einer Pandemie. Und was nach außen hin kommuniziert wurde, war ja, dass es eben sich um ältere Damen und Herren oder Menschen handelt, Ü60 oder Ü65, ich weiß gerade kein genaues Alter mehr. Und ich habe mir gedacht, Moment mal, es sind eigentlich nicht nur die älteren Personen, die dort in diese Risikogruppe gehören oder dadurch definiert sind, sondern es gibt natürlich auch viele, viele jüngere Leute, es gibt auch Kinder, die aufgrund von irgendwelchen Grunderkrankungen, Behinderungen einfach zu dieser Kategorie Risikogruppe gehören. Und damals ging es eben noch darum, wie schützen wir diese Menschen? Was können wir da genau tun? Und da hatte ich erst nach außen hin kommuniziert, auch durch eine von mir initiierte Aktion, Hashtag Risikogruppe, dass es eben dort auch um Personen geht, die Ü60 sind, und dazu gehöre ich auch, wenn es eben oder als es eben darum ging, eben auch diese Leute zu schützen, sich diesen Leuten gegenüber solidarisch zu zeigen. Und dann merkte ich irgendwann, wie diese Kategorie Risikogruppe immer mehr zu einem Stempel oder auch zu einem Stigma wurde, bezüglich Aussagen wie, ja, dann sollen die doch zu Hause bleiben, dann sollen die doch gefälligst nicht ins Restaurant gehen oder sich in der Öffentlichkeit bewegen, sodass unser Leben, also es gab eben diese Abgrenzung zwischen die und wir, unser Leben weitergehen kann wie gewohnt. Und das ist natürlich überhaupt nicht der Sinn einer solidarischen Gesellschaft, denn wir stecken da nun mal gemeinsam drin, ob jetzt Risikogruppe oder nicht, in dieser Pandemie, und müssen auch gemeinsam nach Lösungen suchen, wie wir dort einigermaßen wieder rauskommen und wie wir uns zusammen eben ja schließen können, um ja rücksichtsvoll, solidarisch und gemeinsam dort eben rauszukommen. Ja. Jede Lockerung nach oder eben auch während dieses soften Lockdowns bedeuteten für mich und viele andere Menschen, die dieser Risikogruppe einfach angehören, Einschränkungen. Also sobald sich wieder mehr Leute draußen bewegen, vielleicht lockerer, leichtsinniger im Umgang mit den Hygienemaßnahmen umgegangen sind, desto mehr bedeutete das für mich, dass ich einfach aufpassen muss, dass ich mich auf einmal wieder mehr zurückhalten muss, wieder mehr zu Hause bleiben muss, die Öffentlichkeit mehr meiden musste oder auch immer noch muss. Und das
muss ich ehrlich sagen, auch wenn ich meine Gefühle eigentlich gerne mal raushalten möchte, was tut auf jeden Fall auch weh. Also zu sehen, dass Menschen sehr leichtsinnig, teilweise sogar fahrlässig mit der Gesundheit anderer Menschen umgehen, indem sie sich eben überhaupt nicht an irgendwelche Hygienemaßnahmen oder Empfehlungen halten, macht mich sehr traurig, vielleicht sogar wütend. Denn wir befinden uns nun mal, das kann niemand leugnen, in einer Pandemie, in einer sehr auch gefährlichen Situation für viele, viele Menschen. Sie kann einfach auch sehr schnell lebensbedrohlich sein. Und wenn wir uns die Sterberate anschauen, ja, dann ist das eben ein Virus, der eben sehr verhängnisvoll für viele sein kann, tödlich für viele sein kann. Und wenn ich das dann so sehe in meinem Umfeld, wenn ich meine Wohnung verlasse, auf die Straße gehe und mich in der Öffentlichkeit bewege, dann finde ich es so schade, weil wir, wie gesagt, wir befinden uns in dieser Pandemie und wir haben eigentlich so einfache Mittel, um gemeinsam aus dieser Sache rauszukommen. Also jeder Mensch kann gerade wunderbar dazu beitragen, durch das Tragen einer Maske, durch Abstand zu halten, dass diese Pandemie zurückgeht, wenn das das richtige Wort dafür ist. Ich bin keine Virologin, dass diese Pandemie irgendwann, ich sag mal ganz plump, aufhört. So und vielleicht auch ein Ende hat. Und wenn ich dann sehe, hey, mein Gott, Leute, es ist so einfach und warum macht ihr es nicht einfach? Dann ja, macht mich das sehr wütend und traurig.